Einen letzten Sieg im Stadion an der Alten Försterei hätte es für Union Berlin noch gebraucht, um die sichere Qualifikation für die UEFA Champions League einzutüten, doch beginnen wir von vorne. Die bereits gesicherten Bremer fuhren einheitlich in einem gestreiften Werder-Trikot in den Südosten Berlins. Mit im Gepäck hatten die Jungs vom SVB neben einigen Freunden aus St. Pauli eine dreiteilige Choreografie, die zu Spielbeginn in der Försterei präsentiert werden sollte. Nachdem zunächst eine Blockfahne mit dem Bremer Stadtwappen sowie dem SVB-Logo emporgezogen wurde, war davor ein voran SV Werder Bremen Transparent am Zaun angebracht. Nur wenig später wurde der gesamte Gästeblock in einem Streifenmuster mit grün-weißen Fähnchen eingekleidet. Nun war der Spruch "Du wirst hier heute gewinnen" am Zaun zu lesen. Zu guter Letzt wurde noch ein drittes Transparent ausgetauscht, nun mit der Aufschrift "Hörst du unsere Kurve singen?". Dahinter gingen im Anschluss zahlreiche Rauchbomben in den Farben Grün und Weiß an. Ein mehr als gelungenes Intro der Bremer zum Start in das letzte Saisonspiel. Doch auch die Szene von Union Berlin wollte dem letzten Spiel eine gewisse Besonderheit in Form von einer Choreografie verleihen. Auf der Waldseite stieg so zu Beginn der Hymne eine große Blockfahne mit dem Wappen des 1. FC Unions empor. Zudem wurde ein zweiteiliges Spruchband präsentiert, wobei ein Teil vom Dach heruntergelassen wurde und der andere Teil am unteren Zaun befestigt war. Ob in Europa oder am Abgrund, ob mit Freude oder Frust, unendlicher Stolz durch das Wappen auf der Brust stand dort geschrieben. Beide Seiten legten ab Minute 1 mit einem wirklich brachialen Support los. Zudem wurden in beiden Kurven diverse Transparente für Ultras mit Stadionverbot oder verstorbene Fans gezeigt. Als Rani Khedira dann kurz vor Ende zum erlösenden 1:0 traf, war pure Ekstase im Stadion an der Alten Försterei angesagt. Das Stadion verwandelte sich in ein Tollhaus, sodass auch eine halbe Stunde nach Spielabpfiff noch auf allen Tribünen gefeiert und gesungen wurde. Zudem wurde kurz nach Ende der Partie ein großes Spruchband mit der Aufschrift "Wart ne Saison, da kannst du echt nicht meckern" gezeigt. Dahinter entzündeten sich in der Folge zahlreiche Fackeln sowie vereinzelt Rauch auf der Waldseite. Damit steht der 1. FC Union zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League und blieb als einziges Bundesliga-Team zu Hause ungeschlagen. Wir sagen an dieser Stelle Glückwunsch dazu. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.